Dobrodošli ljudi, ja sam Semir, ovo je Kazan. Hallo, herzlich willkommen zum neuen Video. Heute möchten wir uns eine kroatische Sängerin. Genau, Severina nämlich, angucken. Die war ja auch schon mal bei Eurovision Song Contest 2006. Cool. Lange her aber. Ja. Eine Zeit lang hatte die dann keine Lieder mehr, aber jetzt seit ein paar Jahren macht die wieder richtig gute Musik und jetzt schauen wir die neuen Lieder von ihr. Genau, sie hat wohl neue Lieder rausgehauen und zwar Loscha. Ja. Und danach gucken wir uns Mirna. Mirna. Und was heißt Loscha? Loscha heißt schlecht, böse, irgendwie sowas. Also auf jeden Fall weiblich, weil ein A dahinter ist. Okay. Irgendein weibliches Wesen ist schlecht oder böse. Schlecht für sie. Und das andere heißt, irgendein weibliches Wesen ist ruhig. Okay. Fangen wir an mit Losch. Oh, hat schon 2 Millionen. 2 Millionen Klicks in einer Woche. Oh. Sehr fett Bass. Amerika. Aber die Messe. Ich finde ihre Stimme so klasse eigentlich. So. Hat was Einzigartiges. Wiedererkennen. Ja. Weil kroatische Sängerinnen haben oft so einen Ton in der Stimme. Ja? Ja. Jelena Rogga ist zum Beispiel auch eine kroatische Sängerin, die hat auch so einen interessanten Klang. Diese traditionellen Instrumente auf, ja, auf dem fetten Bass. Ich habe darüber Eurovision geredet, wo die halt auch so Musik hatte, traditionell. Calvin Klein. Die beiden was gemeinsam. Sie hat Geschmack, aber. Ja, Samuel. Sieht voll cool aus. Ja. Also ihre Stimme finde ich echt so krass eigentlich, schon gut. Das Lied ist richtig gut. Finde ich auch. Ja, Sam Loscha. Kurze Bomben. Sorry. Voll geil. Ja. Hammer. Voll geil. Die Location ist richtig cool. Ne? Ja. Aber es ist auch was anderes bestimmt, ne? So, ist ja unmöglich, glaube ich, in den USA zu drehen. Vor allem hat sie wenig Haut gezeigt. Das ist unmöglich. Ja? Für den Balkan sowieso. Oder oh. Das okay. Titelbild von dem anderen Bild. Sieht ein bisschen feinzügiger aus. Ja. Also Loscha fand ich mal echt super gut. Ja, hat mir auch gefallen. Und kommt jetzt, auf meine Playlist. Ja, meine auch. Jetzt gucken wir uns Mirna an. Mirna. Da bin ich jetzt gespannt. Oh, oh. Oh.
Haut? Wo warst du? Hier bist du. Oh. Das war, was sie bei dem einen gespart hat, hat sie dann ja hier ausgemacht. Aspirin, Kokain. Hey, sie sieht klasse aus. Die hat so eine krasse Figur. Die ist ja schon älter, wenn du sagst, dass die 2006 bei Eurovision war. Ja. Denke ich. Die ist, glaube ich, schon so mit 40. Wow. Hammer. Das sieht auch aus. Ob das in Kroatien ist? Das kann ich dir jetzt nicht sagen. Das ist schon so krass aus, vor allem dieses Stadion. Ja, dieses uralte, genau. Was sagt ihr denn überhaupt? Also was genau jetzt das mit dem Piep sein soll, kann ich jetzt nur erahnen, aber ich bin mir nicht sicher. Okay. Weil sie sagt, diese Frau hat Piep. Ah, okay. Oh. Überhaupt, ich bin ruhig. Ruhig. Während du neben ihr schläfst. Okay, also. Ihr Typ ist also ein Fremdgänger und dann ja lässt sich so raus. Ja, und dir werden keine Aspirin und Kokain und so helfen. Oh. Also mit ihr legst du dich besser nicht ab. Das Instrument ist geil. Kleid und Wasser. Klasse Locations. Und die meint dann auch schon das Lied. Für mich gibt es wenigstens eine Chance, dass ich mich davon erhole. Das heißt, von wegen, du wirst dich davon nie mehr erholen. Oh. Dann bist weg. Ja, cool. War Hammer, Bro. Ja. Beide Songs waren gut. Der erste war halt eher so Party. Mhm. Und der zweite so richtig sauer. Was ja, man auch in dem Video erkennen kann. Ja. Das war unsere erste kroatische Reaction. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, bitte liken, subscribe und share. Und falls ihr mehr Empfehlungen habt, könnt ihr die gerne drunter schreiben. Dann bis dann. Tschüss.